Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 3 in der Beta-Version. Und diesen Hinweis machen wir erstmal aus. Das auch. Ja. Und wir werden jetzt mal weitermachen. Mal schauen, wo wir. Ob wir es jetzt so weit schaffen, dass wir schon Richtung. Des Skeleton King kommen. Maintain your incantations. You will Ave Magistros. Ave Magistros. Yo, free. Ist das nicht geil gewesen? Hättet ihr das mal. Ich weiß nicht, warum das so Anfang so rumlaggt, aber. You will know soon enough. Help me find my. Ja, wir suchen jetzt seine Klamottchen. Tell me, what brought you to this infernal place? I have unfinished business with the Skeleton King. As do I. Level 8. A cultist dragged me past this glowing pit. What made it? Down this way. There are my weapons. He's free. Do not let go. Need more time. Machen wir erstmal so. Gehen wir dabei. Seine Klamotten holen. I am Cormac. Warrior of the Templar Order. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past Jondar. There is no reason we should hunt alone. I suppose not. A strong spirit my side could prove helpful. Ja. So, wir sind eigentlich. Also ich bin recht zufrieden mit dem Magier. Also der läuft. Also das Ding. Also der geht auf jeden Fall gut ab. Ist eine hammergeile Sache. So, haben wir. Wie viel Gold haben wir denn? Also bevor wir zum Skeletten gehen, würde ich hier reingehen, würde ich nochmal sagen, schauen wir nochmal nach ein paar ja, Klamotten, würde ich mal so sagen. So ein paar magische Sachen. Dass wir da eventuell ein bisschen was machen können. Alles weg. Also der Das ist ein Wahnsinn, was der mit so einigen. Das sind so mit einigen. Ich weiß gar nicht, was ich gerade ablenken muss. Ich hab gerade das Messer. Entschuldigung. So. Ja, wo war ich denn? Ach ja, also ich finde den Magier mega geil. Der ist ja. Der geht so richtig, richtig schön ab. Und wir werden auf jeden Fall, bevor wir zum Skeleton King gehen, Richtung New Tristram gehen, um da natürlich uns noch ein paar Klamotten zu holen, mal sehen, was wir da noch so finden werden. So. Ich erwische dich. Hey. Das war's. Please forgive me. Nein. Vision was clouded by the Covenant's evil magic. Betrayal can never be forgiven. Wie böse. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King. Ja. Wir nehmen ihn natürlich mit, dann haben wir wenigstens einen tapferen Unterstützer. Level up. Ach, schön. Nehmen wir das mal. So. Checkpoint. Hier gehen wir jetzt aber weiter. Und gehen mal hier rein. So. Ach, hier geht's nicht weiter. Ups. Ah, haben wir noch was Schönes gefunden? Nee, ne? Das ist genau dasselbe. Oh. Aber zwei Hände, ja. Und der macht nur drei bis Dingsen und der macht hier Maximum Arcane. Das ist, denke ich mal. Dann gehen wir sogar runter mit den Schaden. Von daher ist das alles nicht so. Sollten wir das nicht anlegen. Oh, was war das? Oh nö. Das ist unseres. Unseres ist besser. Sehen wir hier noch was Feines? Nö. Macht ja auch riesen Spaß, hier einfach mal Rams reinzugehen. Ich weiß nicht warum. Der dann
hier immer so am Rumjagen ist. Also das finde ich echt scheißen Dreck. Das dürfte eigentlich nicht sein. Wenigstens haben wir innerhalb von ein paar Sekündchen ein paar Monster getötet. Das geht richtig schön ab hier. Once the captain of King the Oryx army, I lived only to honor my land and my king. No man has a greater love for his king than I had for mine, even as I drove my blade through his dark and corrupted heart. Ja, vielleicht sollte ich nochmal die Herausforderung annehmen und nochmal einen Barbaren machen. Und das dann noch ein bisschen besser. Okay, da haben wir das nochmal runtergekommen. So, hier durch. Dann einfach mal hier so rein und dann und wieder so. Alles explodiert. Jetzt kommen noch ein paar Imps raus. Das geht, der geht so ab. Mal schauen. Gehen wir mal hier lang. So. Und der hier, der macht einfach, der macht auch einfach. Flächenschaden. Das kann man auch richtig, richtig gut gebrauchen. Also Flächenschaden, das ist einfach zu geil. Also vielleicht sollten wir sollten Blizzard dem, also wenn der wirklich so in der Vollversion ist, sollten sie den Blizzard auch ein bisschen runterschrauben. Oder weiß ich nicht, vielleicht spiele ich. Vielleicht kann ich das mit dem Blizzard doch ein bisschen machen. Wie schnell wir das hier finden. Also wir haben das jetzt hier gefunden. Ich halte mich aber. Ich gehe mal ein bisschen nochmal hier nach oben. Vielleicht finden wir auch ein bisschen was. Dann sind wir ja schon fast durch. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere. Ich dachte, man müsste hier nach oben gehen, aber sonst hätten wir uns wahrscheinlich. Ja, haben wir auch schon wieder ein paar. Naja, hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen sollen. Naja, gut. Gehen wir gleich ins Rolling. Mal gucken, ob wir den Skeletten-King treffen. You have earned Light Entertainment. Wow. Earned. Entschuldigung. Earned, natürlich. So, da war nichts drin. Flemm! So. Entschuldigung, jetzt wurde ich gerade mal gestört. Deswegen habt ihr ganz kurz was anderes gehört. Need more time. Ich bin heute an meinem Bruder Geburtstag und ich dachte mir mal, ich mache eben mal die Folge hier vorbei. Vielleicht komme ich ja ziemlich weit. So, wenn ihr das hören wollt, das seht ihr alles beim Doktor, Witch Doktor, den ich auch schon hier habe. Das ist der böse Skeletten-King, der uns unbedingt einhauen möchte. Das wollen wir natürlich nicht. We shall put you down, Hellspawn. Naja. Also der geht hier ab. Aber. Still waiting. Zack. Welches das Ganze? Das geht ab. Yeah, wir sind so dolle. Zack, alles weg. Weiter geht's. Oh, das war jetzt aber eine schöne Axt. Nicht, hat ja nur so schön geleuchtet, okay.
dann ins Town gehen, wenn wir wollen. Ja, das ist klar. Jetzt haben wir auch schon wieder richtig schön viel Gold gesammelt. Das sammle ich jetzt auch